Die Füchse Berlin haben ihre erste Heimniederlage der Saison kassiert. In der Champions League unterlagen sie Atletico Madrid. Das Spiel war jedoch lange ausgeglichen, wobei die Gäste aus Spanien immer wieder vorlegten. Jonas Kellmann mit dem 5:6. Die Füchse hielten aber mit und gingen gegen Ende der ersten Halbzeit in Führung. Jewgeni Pewnow tankt sich durch und hat das Auge für den freistehenden Ivan Ninčević. Der legt ab auf Sven-Sören Kristoffersen. 13:12. Doch der Vorjahresfinalist aus Madrid holte sich die Führung wieder zurück. Halbzeitstand 15:17 aus Sicht der Berliner. In diesem Moment, in was 5., 6. Minute in zweiter Hälfte, haben wir plötzlich die falsche Entscheidung gemacht in Angriff. Deswegen haben sie Ball schnell bekommen, schnelle Gegenstoß und schnelle Tor gemacht. Und deswegen war sie plötzlich mit in Führung mit 4 oder 5. Und da war das Spiel eigentlich entscheidet. Denn die Mannschaft von Talant Dujebajew nutzte eine 2-Minuten-Strafe gegen Bartolomej Jaszka und setzte sich auf 4 Tore ab. Die Füchse hatten nun zunehmend Probleme, Tore zu erzielen und gerieten so immer weiter ins Hintertreffen. 22:29 durch Alberto Entre Rios. Doch die Hausherren bewiesen Moral und kämpften sich wieder auf 3 Tore heran. Jonathan Stenbekin knapp 10 Minuten vor Schluss mit dem 28:31. Doch zu mehr sollte es nicht reichen. Atletico siegte völlig verdient mit 33:37. Wir haben das in Abwehr verloren, weil wir haben noch nichts gegen die Atletico Madrid gespielt und das ist immer schwer gegen Gegner spielen, was man noch nie gespielt hast. Und ja, wir wussten, was sie machen, aber das ist schwer, alles zu stoppen. Und sie haben 2 starke Kreisläufer und dann wir haben nicht so starke Männer auf Außen, dann spielen sie wieder auf den Kreisläufer und dann ja, schwer zu halten. Und wir sagen immer, ein Spiel für uns ist 2x30. Wie gegen Kielce haben wir auch nur die letzten 10 Minuten eigentlich das Spiel gewonnen. So, wir haben immer geglaubt, aber natürlich, wenn du gegen so eine gute, routinierte Gegner spielst und du weißt, du bist hinten mit 3, 4 Toren, dann weißt du auch, dass sie weiß genau, die richtigen Dinge zu machen, in die richtigen Momente so, dass die kleine Entscheidung kommt auf ihrer Seite. Und das haben sie heute gemacht und verdiente Sieg für Atletico Madrid.